In wenigen Sekunden ist das teure Auto geknackt und weg. Das macht mir jetzt Angst. Dieser Mann weiß genau, was hier passiert. Sicherheitsexperte Udo Hagemann hält die neuen Funkschlüssel für ein echtes Risiko. Jedes Fahrzeug wirklich mit Keyless lässt sich ohne Probleme innerhalb von Sekunden knacken, öffnen, starten. Udo Hagemann und sein Kollege zeigen, wie leicht das System zu knacken ist. Im Gepäck zwei Taschen mit Laptop und Elektronik. Der Besitzer eines Ford Baujahr 2012 macht bei dem Experiment mit. Noch rasch checken, ob der Wagen wirklich verriegelt ist. Ja. Und noch ehe er sich versieht, ist sein Auto geknackt. Die Tür offen. Diebe könnten das Auto sofort ausräumen. Der Besitzer ist schockiert. Noch schlimmer wird's, als Udo Hagemann das Auto sogar startet und wegfährt. Der Ford-Fahrer fassungslos. So einfach hätte ich nicht geglaubt. Vielleicht aufmachen, okay, aber dass der Motor springt. Allein im ersten Halbjahr 2015 wurden im Main-Kinzig-Kreis mehr als 40 Autos geknackt. Immer mehr Besitzer erleben so eine böse Überraschung. Ich war richtig fassungslos. Man kann mit der Situation nur ganz schwer umgehen. Und so funktioniert der Angriff auf unsere Autos. Die eigentlich komfortablen Schlüssel senden ständig ein schwaches Funksignal. Das lässt sich zum Beispiel an der Haustür von einem Täter quasi abfangen und mit einem Verstärker zum zweiten Täter senden. Der empfängt dieses Signal und gibt es an das Auto weiter, das sich daraufhin öffnen und sogar starten lässt. Herr Schreiber, wie kann ich mich als Autofahrer vor den Dieben schützen? Da gibt es eine große Menge von Methoden, die ich haben kann. Eine Methode ist zum Beispiel, dass ich auf Funkschlüssel generell verzichte. Ich selber habe einen solchen Funkschlüssel, muss aber zugeben, der ist teuer und so richtig viel Komfort kriege ich dadurch nicht, denn der Schlüssel muss ja im Auto auch irgendwo sich befinden und da ist eigentlich das traditionelle Zündschloss eine ganz komfortable Angelegenheit. Aber man kann sich ja schützen, also Alufolie zum Beispiel, mehrmals in Alufolie wickeln, als ob ich ein Butterbrot immer dabei habe. Was halten Sie davon? Geht natürlich, also Funk kann man abschirmen durch einen faradayschen Käfig zum Beispiel mit Alufolie. Die Frage ist natürlich, ob Sie eine gute Figur machen, wenn Sie dann immer mit Alufolie rumbasteln, immer wenn Sie den Autoschlüssel zücken. Welche Möglichkeiten habe ich denn noch? Sie können Ihr Auto in der Garage abschließen. Dann haben wir also auch einen gewissen Sicherheitsgewinn. Aber diesem Angriff, so wie hier skizziert, wird die Verlängerung gewissermaßen der Funkstrecke, da können Sie sich nicht dagegen wehren. Müssten die Hersteller da nicht langsam reagieren? Denn das Problem ist ja durchaus da. Im Main-Kinzig-Kreis wurden im letzten Jahr ja 40 Autos auf diese Art und Weise geklaut. Vollkommen richtig. Die Hersteller werden hier garantiert auch reagieren. Technologisch ist es durchaus möglich, diese Angriffe zu vereiteln, zum Beispiel indem man Laufzeitmessungen macht. Dann könnte man entlarven, dass das Signal nicht direkt beim Auto gelandet ist, sondern über irgendeine Funkstrecke erweitert wurde. Zumal die Hersteller ja aber sagen, ja, das sei ja gar nicht so groß das Problem. Es ist ein Problem. Die müssten reagieren. Vollkommen richtig. Wenn das mit der Wegfahrsperre und den Funkschlüsseln ordentlich laufen würde, gäbe es keine Autodiebstähle mehr. Herr Schreiber, viel erfahren. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Sehr gerne.